Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid hier zu einer weiteren Folge von Kingdom Come Deliverance. Ja, in der letzten Folge haben sich die Ereignisse, man kann es so sagen, überschlagen. Ich glaube, das ist die, ja, die Bezeichnung, die man da auf jeden Fall treffen kann. Es ist viel passiert, schaut euch die letzte Folge auf jeden Fall an, falls ihr dies nicht getan haben solltet, sonst versteht ihr vielleicht nicht so ganz, was jetzt hier passiert. Aber der Plan in dieser Folge wird sein, ja, ich werde jetzt nach Hatay reisen, werde dort leichte dunkle Kleidung organisieren, werde nochmal mit dem Wirt sprechen, der da in der Nähe noch eine Quest hat. Ich hoffe, dass ich dann diese Quest mit dem Henker Hermann bekomme, was ich in der letzten Folge schon kurz angeteased habe am Anfang. Und dann werden wir zurückreiten nach Thallenberg, um dann bei einer Nacht- und Nebelaktion die Burg, ja, anzugreifen kann man nicht sagen. Wir wollen ja nur die Geiseln befreien. Die Burg selber kann man belagern. Ja, also man kann Toss seine Männer aushungern lassen. Ja, das geht. Von daher wertvoll sind halt wirklich die Geißeln, die da jetzt drin sind. Herrin Stephanie und Ratzig Kubilla. Die müssen wir unbedingt rausholen und wir wollen versuchen, das bei einer Nacht- und Nebelaktion durchzuführen. Ja? Aber dafür müssen wir natürlich passend gekleidet sein. Und ja. Aus dem Grund werden wir jetzt uns nochmal in unserem Kleiderschrank umsehen. Ich denke, wir schaffen das auch zeitlich alles in einem entspannten Rahmen dann wieder zurück nach Thallenberg, damit wir das dann in der Nacht durchführen können, diese Aktion. Ja, Divish hat sich auch verletzt. Der ist leider wounded. Kann jetzt also erstmal nicht mitkämpfen. Der einzige Lehnsherr, der jetzt hier noch was machen kann, ist quasi Hanusch selber. Dementsprechend, ja. So, dann wollen wir mal kurz gucken, was der Kleiderschrank so sagt. Leichte, dunkle Kleidung. Ach ja, den Kram nehme ich mal mit hier, weil den würde ich wahrscheinlich eh verkaufen. Das können wir verkaufen. Die schwarze Ghoul nehmen wir auf jeden Fall mit, wichtig. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Aber die dunkle Aachener Brigandine wird auch sehr wertvoll, glaube ich, jetzt werden. I'm very hungry. Das setzt a very... Hans! Mein Guter. Was machst du denn hier? Ah, ist mir egal. Den werden wir später noch sprechen, der wird noch relevant werden. Ich werde mich jetzt aber erstmal, hier klamottentechnisch nochmal kurz handeln. Weil ich will nicht den alten abgestandenen Dreck von irgendwelchen Banditen tragen. Das, da würde ich mich nicht wohlfühlen. Aber diese Aachener Brigandine, die ist halt leicht. Also die macht ja auch nicht viel Lärm. Das passt also. Die gelbe Gurgel ist aber jetzt nicht so gut zu tragen. Allgemein alles, was jetzt hier irgendwie Metall ist, ist nicht so gut. Weil das Lärm macht. So wäre es schon okay. Aber, ja. Ich hatte die Hosen, ey, ne? Das sind immer noch die gleichen Hosen, die ich seit dem Start trage. Das sind immer noch die gleichen Hosen. Die müssen jetzt mal langsam weg hier. Erstmal handeln. So, und wir verkaufen jetzt diesen ganzen Kram, den ich jetzt hier nicht mehr haben möchte. Ich verkaufe es halt auch nur, weil es schmutzig ist, ne? Aber die sind eigentlich in Ordnung, die sind nur schmutzig, okay. Was verkaufst du denn? Was kann ich mir denn jetzt bei dir noch holen? Dunkler sächsischer Gambeson, ja. Den nehmen wir mal mit. Okay, ansonsten hast du jetzt eigentlich... Was sind das für Dinger hier? Oh, cool. Ja, die nehme ich. Sehen nice aus. So, ansonsten hast du jetzt aber nichts, was mich hier groß interessieren könnte. So, ich kriege 413. Das ist okay. Komm. Ich feilsche da jetzt nicht rum. Erst so viel Zeit habe ich jetzt nicht. Und nötig habe ich es auch nicht mehr finanziell. Also ist alles entspannt. Kommt her! Traut euch, kommt zu mir. Okay. Gott schütze dich.
Ja, an dich auch, guter Mann. Alles Gute. So, ich verkaufe dem jetzt mal meinen gefärbten sächsischen Gambeson. Weil ich habe jetzt den dunklen, das passt also. Die Hose verkaufe ich dem jetzt auch. Dafür kaufe ich jetzt, also den Gambeson habe ich schon, ich brauche so eine Hose. Oh ja, warte mal, so eine gepolsterte, ja, das ist gut, das ist sehr gut, gerade für so eine Nacht- und Nebelaktion, das ist super. Ein Wappenrock brauchen wir jetzt nicht, ich brauche eine Hose. Eine Schmiedeschürze, wie nice. Warte mal, hast du keine Hosen? Hast du keine dunklen Hosen? Willst du mich verarschen, Mann? Enge blaue Beinlinge. Ja, okay, die gehen klar, die würde ich nehmen. Die nehmen wir mit. Schuhe. Hast du keine Schuhe, Mann? Der hat keine Schuhe. Der hat keine Schuhe. Egal, aber Schuhe dürfte ich selber noch irgendwelche haben. Okay. Na dann, Warenkorb. Ja. Schließen wir so ab. Jetzt ziehen wir diesen Gambeson drunter. Das sieht eigentlich ganz tight aus. Tight. Das Ding setzen wir auf. Gut, das sieht man eigentlich gar nicht, aber... Na gut, dann setzen wir die Google mal ab, tatsächlich. Wobei, ich muss die sauber machen. Also, von daher. Jetzt brauche ich nur noch Hosen und Schuhe. Ich trage jetzt halt nur diese Sporen einfach an den nackten Füßen. Das ist halt auch geil, Mann. Mega. Alles klar. Zwiebeln, die die Stadtmänner zum Weinen bringen. Greif zu! Ja. Wir gehen jetzt nochmal ganz kurz ins Badehaus. Nee, warte mal. Hey du. Ersten. Hey du. Ja. Ich zeig dir mal eine Blume. Wo war das doch für ein RSDF-Movie? Hier, riech mal an meiner Blume. Falls ihr das nicht kennen solltet, das war ein Klassiker bei uns früher auf dem Schulhof. RSDF-Movie war super. Nehme ich jetzt halt diese verzierten Reiterstiefel, aber irgendwie... Edle Stiefel. Die sind mir ein bisschen zu... Nee. Dann trage ich lieber diese verzierten Reiterstiefel, komm. Warte mal, hab ich mir gerade eine Hose gekauft? Weil die sollte ich vielleicht mal anziehen, ne? Und die Schuhe. Ja, jetzt... Ich glaube, das ist ein sehr dunkles Outfit. Das passt eigentlich ganz gut. Das passt eigentlich sehr gut, ja. Das ist eigentlich cool. Sehr gut. Und es ist leichte Kleidung, das heißt, ich bin darin beweglich, aber trotzdem noch gut geschützt, um vielleicht einen Schlag vom Schwert... jetzt wollte ich nicht mich auf Hans Pferd setzen. So, jetzt gehen wir nochmal ins Badehaus. Ich muss etwas zu essen besorgen. Ja, das machen wir. Mache ich auch gleich. Jetzt gehen wir nochmal ins Badehaus. Dort lasse ich die Kleidung nochmal säubern. Und dann gehen wir nochmal... Hier, mit dem Hermann hier muss ich noch eine Quest machen irgendwie. Will ich noch eine Quest machen. Da müssen wir aber, glaube ich, zu dem Wirt überhalb von Rattay hoch. So, warte mal, jetzt bin ich ja mal gespannt. Kriege ich jetzt nicht alles for free quasi, weil ich so geil bin? Gott schütze dich. Was ist mit der Dame da los? Ich möchte etwas bestellen. Aha, und was darf's sein? Also erstmal gehe ich zurück zur alten Friese. Ich nehme ihn. Danke dir. Lass mir mal ein paar Haare implantieren. Du wirst es nicht bereuen. Tatsächlich, es kostet nichts, ist for free, ist free. Ich habe nichts bezahlt gerade dafür. Ist genial. Weil ich so charismatisch bin. Okay, sehr gut. Ich bin. Was hättest du. So, pass auf, ich habe Heilung, Bad und Kleidung. Ich möchte meine Wunden versorgen lassen und ein Bad nehmen. Oh, und meine Kleider gehören gewaschen. Du wirst es nicht bereuen. Möge Gott mit dir sein. Oh, 2 Stunden dauert das. Huiuiui. Da muss ich mir jetzt aber sputen dann wieder nach Thalmberg. Da muss ich mich sputen nach Thalmberg. Na gut, schauen wir mal. Leute, ich habe schlechte Nachricht, mein Kaffee ist alle. Das ist ganz belastend. Egal, ich habe noch Zitronenwasser da. Das geht noch. Okay.
So, wie sieht's aus? Ja, so sehe ich ganz schön fresh aus. Nice. Tight. Okay, perfekt. So, räumen wir mal in die Satteltasche. Nein! So. Wobei, nee, das ist halt Metall. Man könnte Lärm machen. Das ist schlecht. Okay, so ist gut. Jetzt müssen wir nur noch nochmal zum Wirt, überhalb von Ratai. Und dann reiten wir nach Thalmberg zurück. Und dann dürfte es Abend sein. Und dann werden wir diese Nacht-und-Nebel-Aktion starten, Leute. Es wird actionreich weitergehen. Es geht hier Schlag auf Schlag. Ich bin wirklich so gespannt, ob der Henker immer noch mit seiner Elishka zusammen ist. Aber warum sollte es nicht sein? Ich meine, ich habe die Ingame erst vor ein paar... Ist ja noch gar nicht so lange her. Ein paar Wochen vielleicht. Ein paar Ingame-Wochen, dass ich die zusammengebracht habe, die zwei. Wäre jetzt natürlich schon doof, wenn jetzt schon Stress im Paradies wäre. War das der Hans? Der junge Herr Hans! Musst du beim Vorbeireiten musst du ihm so einen Slap auf den Hintern geben noch so. Da will er aber rumgucken. Aber andererseits, ich glaube Heinrich und Hans sind mittlerweile so eng befreundet mit... Was machst du denn hier? Wir haben einen Überfall zu planen, Mann. Was für ein Kick. So, ich muss zu diesem orangen Stern. Ich will wissen, was das bedeutet. Ja, du, der wird da. Du bist das. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Weißt du, ob hier jemand meine Hilfe gebrauchen könnte? Kann sein. Geh zu Hermann dem Henker, sofern du dich mit einem unehrbaren Außenseiter abgeben willst. Geil, mach ich. Danke dir. Mach ich. Sehr nice, sehr nice. Danke für den Tipp, Danny Ace. Aber das werden wir jetzt nicht machen. Wir werden... Warte mal, ist das jetzt markiert schon? Habe ich das jetzt schon irgendwie bekommen? Nee. Egal. Wir werden jetzt aber erstmal nach Thalmberg zurückreiten, denn es dämmert bald und, ja, wir müssen die Aktion durchführen. Guck mal, ich habe Gesundheit 100, Energie und Sattheit 100. Genial. So, wir sind zurück. Allerdings werde ich da jetzt nicht reingehen in die Burg, logischerweise. Die Angst davor von einem Feige... Oh. Okay. Aber wie das jetzt hier entstanden ist, das wurde jetzt irgendwie nicht erläutert. Okay. Ja, es ist später Abend. Und wir müssen zum Steinbruch zurück. Wo das Belagerungscamp mehr oder weniger aufgeschlagen wurde. Ich habe mir dunkle Kleidung besorgt, mich mental auf dieses Ereignis vorbereitet, also Heinrich. Und ja, jetzt können wir eigentlich diese Aktion starten. Wir speichern. Und los geht's. I'm ready. Ich bin bereit. Sicher? Du solltest leichte, dunkle Kleidung tragen. Lass alles hier, was du nicht brauchst. Ich will nicht, dass du in Plattenrüstung einen Radau veranstaltest. Ich habe keine Plattenrüstung. Ja, ich bin bereit. Gott sei mit dir. Wenn irgendjemand Zweifel hat, so hat er jetzt die Gelegenheit zu sprechen. Oh mein Gott. Nun gut. Ich hoffe, ihr wisst alle, was wir zu tun haben. Wir müssen die Geiseln befreien, um Toss seines Vorteils zu berauben. Sie werden sicher irgendwo sein, wo sie bewacht werden können und trotzdem von den Truppen getrennt sind. Und wo könnte das sein? Wir hielten unsere Gefangenen stets im Haus auf dem Vorplatz bei den Ställen. Was, wenn sie im Turm sind oder irgendwo anders? Dann werden wir uns zum Tor begeben und es öffnen müssen. Das braucht Zeit und erregt Aufmerksamkeit, weshalb wir es nur tun sollten, wenn wir genau wissen, wie die Dinge stehen. Und wenn sie Alarm schlagen, bevor wir etwas tun können, machen wir uns sofort aus dem Staub. Verstanden? Und die Geiseln?
Besser ein paar Geiseln als ein Berg aus Leichen. Herr Capon, bist du sicher, dass du an dieser Sache teilnehmen willst? Ja. Es kann ja nicht schwieriger sein, als sich jede Nacht aus der oberen Burg Ratais hinaus und wieder hineinzuschleichen. Außerdem, wer hält diesen Hitzkopf sonst davon ab, einen Aufruhr zu veranstalten? Nun, dann zeig, was du kannst, Herr. Möge Gott unsere Schritte leiten. Alter, wie geil, da ist einfach ein Hexer dabei. Habt ihr den Dude mit den weißen Haaren, den beiden Schwertern auf dem Rücken und der Trophäe am Gürtel gesehen? Alter, wie geil ist das denn? Das ist ja so geil, Mann. Ist der jetzt am Start, weil ich Plötze gekauft habe? Das wäre ein geiles Easter Egg, Mann. Dieser eine Dude, der ist mir schon aufgefallen mit den weißen Haaren. Das sah so komisch aus. Und dann hatte der zwei Schwerter jetzt auf dem Rücken. Und diese eine Trophäe am Gürtel da, wenn ihr da mal genau drauf geachtet habt. Jetzt spult gerne mal zurück, aber da war ein Hexer dabei. Was für ein geiles Easter Egg, Alter. Das ist mir im ersten Spieldurchlauf nicht aufgefallen. Da hatte ich den Dude, glaube ich, nicht. Jahrelang wird man sich Geschichten darüber erzählen. Wir werden zu Legenden. Es sei denn, wir vermasseln es. Dann erzählt Ishtban die Geschichten und wir sind die Angeschmierten. Heilige Maria! Junge, kannst du mal dein Maul halten? Wo ist der Hexer? Wir gehen vor und erledigen die Schildwachen. Wartet hier. Ah, ich kann nicht speichern, okay. Habe ich einen Dolch dabei? Ja, habe ich. Sehr gut. Worauf warten Sie denn? Still, verflixt nochmal. Worauf warten Sie denn? Woher soll ich das wissen? Warum frage ich eigentlich? Ach, schweig still und achte auf das Licht auf den Zinnen. Scheiß aufs Warten, ich erklimme die Mauer. Ach so. Was ist denn das da hinten für ein Feldlager? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Warte, bis die Wachposten ausgeschaltet wurden. Ah ja, okay, erklimme die Mauern, alles klar. Also ich erinnere mich, dass ich privat hier gespielt habe und das mehrmals machen musste. Also ich habe das erst nach dem dritten, vierten oder fünften Anlauf geschafft damals. Ich habe irgendwas falsch gemacht oder irgendwas war zu schwer oder so, I don't know. Vor allem, wenn jetzt hier eine Wache auf der Mauer stehen würde, ne? Also auf der Zinne da. Ich ziehe seine Rüstung an und behalte die Seite im Auge. Aber bei der Winde des Falkert, das sind noch zwei. Gibt es Freiwillige? Heinrich macht es. Blöd, Mann. Aber sieh zu, dass du leise bist. Danke, Hans, ey. Erledige die Wachen beim Tor. Was? Du bist tot. Sagt Alarm! Seid vorsichtig! Jetzt bist du am Arsch. Wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Aufgabe begonnen, lauf, Alter. Deine Mutter läuft hier. Ich mach das jetzt nochmal. Okay, nächster Versuch. Oh Mann, ey. Warum auch immer das jetzt nicht geklappt hat mit dem heimlichen Töten. Offenbar ist das wirklich nur eine prozentuale Chance irgendwie, da was zu machen. Ich ziehe seine Rüstung an und behalte die Seite im Auge. Aber bei der Winde des Falkert, das sind noch zwei. Gibt es Freiwillige? Heinrich macht es. Blöd, Mann. Aber sieh zu, dass du leise bist. Jetzt würde ich ganz gerne speichern können. Du kannst es nicht speichern. Versuch's in Kürze erneut. Das ist belastend, ey. Das ist jetzt so eine Do-or-Die-Situation. Also entweder schaffe ich es jetzt oder nicht. Und dann muss ich halt alles nochmal von vorne immer machen. Von dem Moment, wo wir mit der Leiter an die Mauer laufen. Na, den Dude zuerst zu machen, das wäre bescheuert. Hm.
Als ob der das nicht mitgekriegt hat, Mann. Der muss ja fast taub sein, ey. Scheiße. Oh, Mann. Warum drehst du dich denn jetzt genau in der Sekunde um, Alter? Oh, okay. Ja. Ja, ich fürchte, das wird jetzt ein bisschen länger dauern, ja. Also ich glaube, wir müssen einfach nur schnell sein. Wir müssen schnell den einen umlegen und dann den anderen, bevor der andere sich umdrehen kann. Weil sobald er sich umdreht, sieht er ja die Leiche seines Kumpels da. Das ist halt das Problem. Das heißt, wir müssen fast sein. Schnell hin, den einen abstechen und dann schnell zu dem anderen den anderen töten. Und dann hoffen, dass das funktioniert. Weil sonst geht das, glaube ich, nicht. Jetzt habe ich den aufgehoben, ich krieg einen Anfall. Ich hab den aufgehoben. Warum hab ich den denn aufgehoben, Mann? Oh, oh, nee, Alter. Scheiße. Oh. Mann, ey, einmal verklickt. Jetzt muss ich das alles wieder spielen. Wieder von dem Moment, wo die mit der Leiter an die Mauer gehen. Oh, Mann, ey. Jetzt weiß ich, warum mich das damals schon so getriggert hat. Also, ich probiere das jetzt nochmal. Wenn das jetzt wieder nicht klappt, dann werde ich das so lange offscreen versuchen, bis es geklappt hat. Dann müsst ihr euch diese Farce nicht tausendmal geben. So, jetzt den richtigen Button drücken. Fallen lassen, so. Oh, Gott sei Dank hat das jetzt geklappt. Beim vierten Anlauf, ey. Es wird viel einfacher, wenn uns niemand sieht. Und im Wallgatter herumzuspielen, erregt gewiss Aufmerksamkeit. Zuerst müssen wir die Geiseln finden. Danach kümmern wir uns um den Rest. You don't say. Mann, ich will jetzt speichern können. Fuck. Oh Gott, wenn irgendwas schief geht, muss ich die ganze Scheiße nochmal machen. Mann. Vorsicht. Alle Türen führen zum Vorplatz. Wenn auch nur einer von ihnen pissen geht, wird er uns sehen. Was du nicht sagst. Ruhig, wir sind fast da. Wir dürfen das jetzt so kurz vorm Ziel nicht versauen. Ah, was du nicht sagst. Hier ins Haus muss ich rein irgendwie. Ich folge dem Hans jetzt einfach mal, weil ich nicht weiß. Erstmal waschen. Weil ich nicht weiß, was ich zu tun habe jetzt. Oh oh. Geht's los? Was geht los, Mann? Herrgott! Beweg deinen Arsch, verdammt! Halt mal die Fresse, Junge! Geduld! Er ist am Zug! Was ist jetzt eigentlich meine Aufgabe? Suche nach Herrn Ratzig und Herrin Stefanie. Es wurde beschlossen, noch einen Versuch zu wagen. Wir werden uns die Burg schleichen und die Geißeln befreien. Oh Mann, Alter. Das klappt. Ich glaube, privat habe ich es damals nicht geschafft. Ich habe das damals nicht geschafft. Ich weiß, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die nicht rausholen konnte. Das ist so auffällig, Mann. Irgendwas. Alter, als ob die uns da oben. Als ob der uns nicht sieht, ey. Dunkle Kleidung hin oder her. Im Mittelalter gab es doch keine Brillen oder so. Die Leute haben bestimmt ein bisschen schlechter gesehen als heutzutage, aber trotzdem. Also, das nicht mitzubekommen, ist ja.
Wo ist Herr Ratzig? Und Herrin Stephanie? Herrin Stephanie? Sie ist nicht hier. Wird wohl woanders festgehalten. Wo? Wo wird sie festgehalten? Und wo ist Herr Ratzig? Die Herrin könnte in ihrer Kammer sein. Wir wissen nichts. Sie haben uns zusammengetrieben und gesagt, wir sollen uns nicht rühren. Gott behüte dich. Sprich mit Herrn Hans, was man als nächstes... Hey. Maul halten, Mann. Verdammt, okay. Wir kehren mit leeren Händen zurück. Ich dachte, wir bekämen das hin. Wir gehen nirgendwo hin. Nicht ohne meinen Vater und Herrin Stephanie. Und wie sollen wir sie finden? Sie sind nicht in den Ställen oder irgendwo in der Nähe. Willst du dich in den Palast schleichen, wo überall Toss Männer sind? Ich glaube, damals habe ich gesagt, Rückzug, das ist sinnlos. Jetzt will ich es mal, ich will es versuchen. Ja, wir können sie nicht zurücklassen. Es war schon schwer genug, so weit zu kommen, aber das ist Wahnsinn. Was nützt es ihnen, wenn wir gefasst werden? Dann dürfen sie uns nicht fassen. Hör zu, Heinrich. Gewöhnlich schätze ich deine Sturheit, aber das könnte uns das Leben kosten. Zumindest konnten wir die anderen retten. Ich versuche mal stur zu bleiben. Ich sagte bereits, ich gehe nicht ohne die Geiseln. Wenn du den starkköpfigen Esel spielen willst, nur zu. Du könntest doch gleich nach deinem Schwert suchen, wenn du schon dabei bist. Du machst schließlich keine halben Sachen. Spar dir deine Reden. Hilfst du mir oder nicht? Wenn du dich umbringen willst, bitte. Tu dir keinen Zwang an. Aber bevor du das tust, gib uns Zeit zu verschwinden. Dann komm, verschwinden wir von diesem Ort, bevor sie uns erwischen. Sakra! Scheiße! Mein Arsch! Okay, anyway. Flieh mit Herrn Hans aus der Burg. Okay, okay. Ich habe übrigens einen Pfeil in meinem Arsch. Sofort. Sieh nach, wenn du mir nicht glaubst. Wie er zusammengesackt ist. Schneller! Schlagt Alarm! Seid vorsichtig! Die Dorfbewohner verschaffen uns Zeit. Sie sind uns auf den Fersen. Also dir. Sie sind vor mir. Und ich kann nichts dagegen tun. Das ist nicht gerade komfortabel. Könntest du vorsichtiger sein? Mein Arsch bringt mich um. Lauf um Himmels Willen und rüttle mich nicht so durch. Ja, aber wohin denn? Wie willst du die Mauer jetzt hier runterkommen, Mann? Einfach disappeared. Okay, aber es ist schon das... Lauf um Himmels Willen und rüttle mich nicht so durch. Das war nicht gerade ruhmreich, was? Wohl wahr, eine Schmach. Sie drängten uns zurück, noch bevor wir etwas tun konnten. Das ist schlimmer als der Tod. So weit würde ich nicht gehen. Wir mussten es versuchen. Wenn wir obsiegt hätten. Wenn Schweine fliegen könnten. Ich weiß, es nagt an dir, aber noch ist nicht aller Tage Abend. Wir befreien die Geiseln und hängen den Bastard. Okay. Quest begonnen. Belagerung. Robert, mir scheint, als gingen uns die Optionen aus. Wir haben nicht genug Männer, um die Mauern mit Leitern zu erklimmen. Und schon genug Verluste erlitten. Thalenberg lässt sich nur durch eine List oder ein großes Heer erobern. Ersteres schlug fehl und ein großes Heer haben wir nicht. Uns bleibt nichts anderes übrig, als ein Tribok zu bauen. Um meine eigenen Mauern niederzureißen. Wo ist Meister Fefa? Er wartet. Wir ließen ihn schnellstmöglich. Hol ihn her. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Herr Divisch? Du wirst mir einen Tribok bauen, Meister Tobias. Sagtest du Tribok, mein Herr? Das ist, nicht unbedingt mein Spezialgebiet. Wir müssen Thalenberg zurückerobern. Ja, natürlich, Herr, das verstehe ich. Und du bist der beste Konstrukteur, den es in diesem ganzen Lehen gibt. Oh, dann danke ich dir, mein Herr. Ich, habe nur noch nie vorher einen Tribok gebaut. Das
Könnte ein wenig dauern. Dann geh sofort ans Werk. Bernhard wird den Schlachtplan mit dir durchgehen. Nun, ich... Puh. Nun, Meister Tobias, du hast viel zu tun und wenig Zeit. Ich will dich nicht länger aufhalten. Natürlich. Ich verstehe. Danke, mein Herr. Wie sieht es mit den Vorbereitungen in den anderen Lagern aus? So gut es eben geht unter diesen Umständen. Es sind noch viele Dinge zu tun, aber wir haben einfach nicht die Zeit dafür. Nein, haben wir nicht. Heinrich? Ja, Herr? Ich möchte, dass du bei den Vorbereitungen in den anderen Lagern behilflich bist. Natürlich, Herr. Robert wird dich anweisen. Du kannst jetzt gehen. Ich meine, die wissen ja jetzt, dass ich blaues Blut habe. Also die wussten es eigentlich auch schon vorher alle, aber außer Heinrich selber. Aber trotzdem behandeln sie Heinrich immer noch so ein bisschen wie so einen niederen Diener. Und nicht wie einen Adligen. Das ist schon eigentlich ein bisschen wild, würde ich sagen, oder? Ja, schauen wir mal ins Questlog. Belagerung, sprich mit Hauptmann Robert. Wir sind eins. Wir sind zwei. Was soll ich machen? Spitz die Ohren. Feldlager sind eine verzwickte Angelegenheit und kein Vergleich zur heiligen Messe. Momentan herrscht hier Chaos. Die Männer sind angespannt, wie in Käfige gepferchte Bären. Wenn du durch die Lager schlenderst, siehst du es selbst. Überall Stänkereien. Angefangen beim Haferschleim bis hin zu Flöhen. Sie beklagen sich, die Schenke leer gesoffen zu haben und auf die nächste Ladung Bier warten zu müssen. Es gibt Tote, die bestattet werden müssen. Und viele Verwundete. Darunter auch einer ihrer Herren. Je weniger die Männer murren, desto besser für alle. Doch das Hauptproblem ist ein anderes. Was meinst du? Hast du gehört, was Herr Divisch zu Pfeffer sagte? Unserem Meisterkonstrukteur? Ein wenig, ja. Und was hältst du davon? Er sagte, er hätte noch nie einen Tribok gebaut. Ich wüsste nicht einmal, wo ich anfangen sollte. Aber wenn er dafür so lange braucht, wie er sagt, wir können nicht bis zum jüngsten Tag warten. So viel Zeit haben wir nicht. Ich werde fragen, ob ich ihm helfen kann. Das solltest du unbedingt tun. Ohne Tribok sind wir wahrlich aufgeschmissen. Wie geht es dir, Herr Robert? Wie wird es mir wohl gehen, Junge? In der Burg räkelt sich ein halsabschneiderischer Halunke in meinem Bett. Zumindest wurde Thalmberg nicht geschleift. Noch nicht. Aber womöglich werden wir das tun müssen, um den Bastard auszuräuchern. Das würde Herrn Divisch sicher nicht gefallen. Warum hat er mir wohl das Kommando übertragen? Aber auch mir blutet das Herz. Das ist mein Zuhause. Wie lässt sich Thalmberg am einfachsten zurückerobern? Am einfachsten? Mit der königlichen Armee auf unserer Seite. Aber die ist jetzt nicht hier und wir können es uns nicht leisten zu warten. Außerdem möchte ich die Burg nicht zerstören, sondern dorthin zurückkehren. Ja, die Burg zu sanieren wäre kostspielig. Wohl wahr, aber kein Tribok ist zielgenau. Die Steine fliegen, wie es ihn beliebt. Und wenn wir die Burg auseinandernehmen und Sigismund zurückkehrt, macht er kurzen Prozess mit uns. Wie könnten wir durch das Tor gelangen? Vom Tor aus führen Stufen auf den Wehrgang. Und ich weiß nicht, wie Istvan sie schützen wird. Und wir müssten zuerst durchs Fallgatter. Ein großer Sturmbock könnte es durchbrechen. Aber wie kommen wir so nah ran? Wir werden es wohl in Brand stecken müssen. Reisig aufhäufen und anzünden? Reisig, Nutzholz. Alles, was brennbar ist. Mit so viel Pech getränkt wie möglich. Die Köhler hier haben bestimmt welches. Und falls das Tor nicht niederbrennt, so wird es zumindest geschwächt. Und wir können es leichter durchbrechen. Genau. Denkst du, Sigismund kommt zurück? Woher soll ich wissen, was in seinem Schädel vorgeht? Wenn nicht, könnte jemand anders die Gelegenheit beim Schopfe packen. Ich wette, das Chaos hier hat sich bereits herumgesprochen. Ich hätte nie gedacht, dass so viele ein Auge auf Thalmberg geworfen haben. Wie dieser Havel Medek. Nicht nur auf Thalmberg. Wir ließen nur wenige Männer an Rathai zurück. Wer hindert unsere Feinde daran, die ganze Gegend zu plündern, wenn wir hier scheitern? Machtgierige Bastarde wie Havel oder Toss gibt es in Böhmen zur Genüge. Was ist mit der Mauer?
Welche Seite ist die schwächste? Die Süd- und die Ostseite sind massiv. Es wäre sinnlos, es dort zu versuchen. Die Nordseite ist am besten zu verteidigen. Und die Westseite... Dort haben wir es versucht und mussten ganz schön einstecken, was? Aber wir werden es wohl wieder versuchen und es diesmal besser machen. Schade, dass Sie sich nicht länger in Vranek verschanzt haben. Dort wäre es viel einfacher gewesen. Toss ist ein listiger Fuchs. Wenn er alle seine Männer dort gehabt hätte, wäre es ein Massaker geworden. Vielleicht haben wir bloß gesiegt, weil er mit den meisten seiner Männer bereits verschwunden war. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Nun, wir benötigen Pech. Ich weiß, dass du mit den Köhlern zu schaffen hattest. Wohl wahr, ich kenne ein paar. Dann sieh dich in der Gegend um. Falls du welches auftreiben kannst, bring es unserem Quartiermeister im Lager beim Steinbruch. Lebe wohl! Gut, tja, damit haben wir jetzt eine ganze Menge zu tun. Ich würde jetzt aber nochmal mit dem Herrn Pfeiffer sprechen. Der Bruder ist völlig überfordert, glaube ich. Sei gegrüßt. Was brauchst du? Wohl eher, was brauchst du, Mann, Anna? Herr Robert schickt mich. Er sagte, du müsstest einen Triborg bauen. Ganz recht. Einen Triborg, der die Mauern Tallenbergs einreißt. Ich, ein Bergbaukonstrukteur. Das weiß ich schon über Kriegsgerät. Alleine schaffe ich das nie. Ich würde dir ja gerne helfen, aber wie? Ich weiß auch nichts über Tribocke. Genau genommen gäbe es schon einen Weg. Konrad Kieser kam kürzlich nach Sasau. Wenn du ihn herbringen könntest, würdest du meine Haut retten. Konrad Kieser? Wer ist das? Ein Gelehrter, der Medizin studierte, aber auch Belagerungswaffen entwirft. Er war sogar an der Belagerung von Nikopolis beteiligt, zusammen mit Sigismund. Aber du bist ein Konstrukteur. Kannst du den Triborg nicht selbst bauen? Ist das dein Ernst? Weißt du, wie kompliziert so eine Belagerungswaffe ist? Welche Kräfte dort am Werk sind? Wenn wir Glück haben, feuert der Triborg gar nicht erst. Aber vermutlich wird er sich selbst zu Kleinholz verarbeiten und uns anstelle des Feindes töten. Zusammen mit Sigismund? Nicht so schnell. Nach der Schlacht stritten sie sich, weil Konrad ihm die Schuld für die Niederlage gab. Das hat ihm wohl nicht so gut gefallen. Ganz recht. Deshalb wurde Konrad aus Prag verbannt und ließ sich in der Burg Bettler nieder. Verbannt? Wie ein gewöhnlicher Verbrecher? Als ehemaliger Höfling, Arzt und Meisterkonstrukteur ergeht es ihm nicht ganz so schlecht. Mir kam sogar zu Ohren, dass er weise Männer um sich geschart hat, mit denen er an einem Buch schreibt. Aber was macht er hier in Sasau? Er wurde hergeschickt, um beim Bau des Klosters zu helfen. Zweifelsohne mussten sie dafür tief in die Tasche greifen. Und wie soll ich ihn hierher bekommen? Entführen? Nun, nur im äußersten Notfall. Wir brauchen seine Hilfe. Versuch mit ihm zu sprechen. Allen Berichten nach hasst er Sigismund. Nun gut, ich tue, was ich kann. Hab Dank, Heinrich. Vielleicht bauen wir den Triborg doch noch. Gott behüte dich. Genie und Wahnsinn. Ja, jetzt haben wir erstmal eine ganze Menge zu tun. Belagerung, Genie und Wahnsinn, das ist zwar alles hier nur optional, Hilfmeister Pfeiffer ist aber das hier. Wir müssen auf jeden Fall diesen Konrad Kieser aufsuchen, aber das werden wir alles nicht mehr machen. Also doch schon, aber nicht heute und auch nicht in der nächsten Folge, denn in der nächsten Folge kehre ich nach Atay zurück, wo ich erstmal diese Quest mit dem Henker Hermann machen möchte, die hier. Genau. Oh Mann, das wird cool. Das wird nochmal so eine kleine Nebenquest. Bevor wir dann mit der Hauptquest hier weitermachen, da freue ich mich schon ehrlich gesagt drauf, weil das ist eine Quest, die ich selber noch gar nicht kenne. Die habe ich auch in meinem privaten Spieldurchlauf nicht gefunden und nicht gespielt. Daher Dankeschön an Danny, der den Tipp gegeben hat. Jetzt ist die Frage, jetzt können wir eigentlich auch erstmal unsere Rüstung wieder switchen. Jetzt müssen wir nicht mehr in dunkler Kleidung hier rumrennen. Das ist jetzt nicht mehr nötig, zum Glück. Ah, guck mal, ich kann auch was in Schwert investieren, sehr geil. Fehlertechnik, verwirren. Zuschlagen. Okay. Schlag wiederholt von verschiedenen Seiten aus zu, um den Gegner zu verwirren. Falls du einen Schild hast, schütze den letzten Schlag. Durchlaufen. Ach, ist egal, ich kann es mir eh nicht merken. So ein schlechtes Gedächtnis. Vielleicht werde ich durch Zufall mal irgend so eine von diesen Kombinationen mal schaffen, aber... Unwahrscheinlich. So, was haben wir hier jetzt noch? Bollwerk. Gegnerische Angriffe, um einen Schiff zu blocken. Dauert 30% weniger Ausdauer. Leichen oder bewusstlos zu treiben, verbraucht keine Ausdauer.
Das ist beides useless, aber ich nehme jetzt irgendwas, damit ich es gelernt habe. Okay, gut. Ansonsten können wir jetzt hier nichts weiter verteilen. Inventar. Die können wir tragen. So. Zack, zack, zack. Okay. Tja, damit sind wir wieder fresh. Und das können wir wieder... Satteltasche, Satteltasche. Die Dinger sind auch wild, aber gehen in die Satteltasche. So, okay. Wobei, warte mal. Ach, ist egal. Nein. Satteltasche. Wobei, warte mal. Gib mir den Gambeson mal zurück. Gib mir den mal zurück. Der kann ins Inventar tatsächlich. Und das Ding auch. Jetzt kann ich beides noch zusätzlich darunter tragen. Das geht. Okay, perfekt. Gut, haben wir uns jetzt ausgerüstet. Das passt alles. Ja, gut. Ist jetzt nicht mehr so fresh, die Kleidung, aber was soll's. Anyway. Ja, da haben wir jetzt hier eine Menge zu tun. Wir suchen Konrad Kieser in Sasau auf, allerdings erst später. Wir werden, wie gesagt, in der nächsten Folge in Ratei weitermachen, wo wir, wie gesagt, mit dem Henker sprechen und da eine Questreihe haben. Da freue ich mich drauf, ich hoffe, ihr auch. Und wir lesen jetzt noch einen Codex-Eintrag. Irgendwas war neu. Irgendwas habe ich neu gelernt. Jobs von Mähren, Kuman, Marquardt von Aulitz, Milflaschka von Pardubitz, Wenzel, Ratzig, Päpste machen wir mal zu, die Herren von Thalmberg, da könnten wir nochmal diesen, den Willem, den Sohn quasi von, ja, wobei ich habe Tribok gelernt, aber das können wir später noch vorlesen, dann können wir jetzt den anderen Sohn von Divish nochmal durchlesen. Wilhelm von Thalmberg und Milizin war Oberhaupt des Provinzgerichts, Begründer der Thalmberg-Linie und Träger des Rosnata-Wappens. Die Familie Rosnata gehörte zu den wenigen Familien, die sich nicht direkt am Krieg gegen den König beteiligten und büßte so kein Eigentum ein. Wilhelm ließ Burg Thalmberg erbauen und hatte zwei Söhne, Divish und Nesamüsl. Also der Vater quasi von Divish, okay. Sehr interessant. Nesamüsil, ich weiß nicht, ob ich es richtig gesagt habe. Aber ihr werdet es im Zweifel besser wissen in den Kommentaren. Ich danke recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Kingdom Come Deliverance. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.